Der ehemalige Kapitän von Englands Fußballnationalmannschaft, David Beckham, hat am Sonntag seine chinesischen Fans auf dem Campus der Peking-Universität getroffen. Dort versuchte er sich mit Hilfe einer professionellen Musikerin auf der Guzheng, einem traditionellen chinesischen Musikinstrument. Becks brachte seine weiblichen Fans zum Kreischen, als er seine Tätowierung handschriftlicher chinesischer Schriftzeichen zeigte. Im Gespräch mit den Studenten gab Beckham ihnen einen Rat mit auf den Weg. Lebt eure Träume, arbeitet hart, habt im Leben so viel Hingabe, wie ihr könnt. Beckham ist anlässlich des 20-jährigen Bestehens von Chinas Profifußballliga in Peking und wirbt für den Ballsport bei der Jugend.